Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monster Hunter World. Und wir werden uns jetzt der letzten Episode zuschließen dieser Folge. Es ist ja noch die Beta-Version, also sind noch so gesehen 4 Missionen noch zu, also beziehungsweise ist noch eine Mission noch, die ich mir vorstellen möchte. Es ist einfach so, mit dem Schwierigkeitsgrad wird es immer schwieriger und gerade das Vieh, was wir gerade hatten, das war echt. Das hat es in sich gehabt. Den Nährgigante. Naja, dann werden wir mal gucken, dass wir uns jetzt der Schwierigkeit Meister zuwenden. Ist auf Stufe Meister und dann wollen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier kriegen in dieser Folge. Was ist das Zeitlimit? 15 Minuten? Ja, das kriegen wir hin. Möchtest du diese Quest annehmen? Ja, natürlich nehme ich die an. Und ich weiß nicht, soll ich den Stahlhammer nehmen oder soll ich mit der... Ich mache mit dem einfach weiter. Macht den meisten Damage. Dann brechen wir mit unserer Lina auf. Und dann wollen wir gucken, also wenn das Vieh noch diesen Drunk oder wie der hieß, den noch übersteigt, dann weiß ich auch nicht. Dann so. Das gefällt mir nicht. Langsam und vorsichtig. Ich weiß, du schaffst das. Natürlich, alles gut. Mit Lenas Hilfe alleine schaffe ich das schon. Wir sind hier, wo wir sie uns haben. Sie will uns dahin schicken. Dann kommen wir am besten rechts entlang. Hier am besten. Das scheinen ja friedliche Pflanzenfresser zu sein. Dann würde ich schon fast vorschlagen. Nein! Nein! Was ist das? Das ist schlimmer als der komische Rex da. Ach nein, bitte. Ach du Scheiße. Ja, super. Oh Mann. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was hat der für Damage? Ach du Feiliger.
Genau, Lena macht es schon. Nein, Lena! Oh, Lena! Du bist fast tot! Nein! Lass mal Lena in Ruhe! Ich weiß nicht, wie oft ich in dieser Folge hier sterben werde. Oh Mann. Okay. Der Blackstar hat ja gesagt, ich soll berücksichtigen, dass man es ja auch zu zweit spielt. Dann würde ich mir das zu Herzen nehmen und sag einfach mal, sagen wir mal, ab Stufe Experten sollte man die Gegner dann im Zwei-Spieler-Modus besiegen und das nicht alleine versuchen. Ich würde sagen, normal und fortgeschrittene kann man noch gut alleine machen, so das ist das, was ich bisher jetzt in der Beta jetzt so herausfinden konnte. Und so Experte und Meister auf dieser Schwierigkeitsstufe, man sollte dann lieber mit einem oder mehreren guten Kumpel zusammen zocken. Und dann versuchen sich hier dem Biest dann da habhaft zu werden. Ich weiß sonst nicht, also ich wüsste jetzt nicht, wie ich jetzt alleine diesen Drachen kriegen sollte. Also ne, Lena ist mir dann eine gute Hilfe mit ihrem sehr guten Heals in den genau richtigen Augenblicken, aber wenn das Vieh mich immer beballert und mich attackiert, dann kann ich da auch bald nicht mehr viel zu machen. Also, das Fazit bleibt, man muss da eine ausgewogene Liege zwischen Normalspieler und, sagen wir mal, Single-Spieler und Koop dann finden. Weil ich denke mal, diesen Drachen kannst du nur im Mehrspieler-Modus besiegen. So, das ist das Fazit, zu dem ich gekommen bin. Die 15 Minuten sind gleich eh vorbei. Wo ist Lena? Ach, Lena ist da hinten. Ach, da bist du. Ach, wir hätten hochgemusst. Ach so, natürlich. Natürlich. Ich mag nicht. Ich mag nicht. Alter, ey. Also man sieht, wie ich von dem Vieh eigentlich nur noch wegrenne. Ey, lässt du Lena in Ruhe? Niemand macht das mit meiner Lena hier. Egal was für ein verfickter Drache du bist. Oh. Das hat's jetzt gebracht. Alter. Da kommst du gar nicht dran! Da kommst du gar nicht dran! Meine Fresse! Na, jetzt zeig mal das Spiel an. Wie lange habe ich noch, diese Quest zu erfüllen?
sonst können wir das auch so machen, dass ich jetzt gleich mal versuche, das nochmal mit diesen Giganten da aufzunehmen, aber ich glaube, den sollte man nicht im Nahkampf besiegen. Das ist das Problem. Ich denke mal, man muss in dem, man muss mit Fernwaffen nahe kommen. Ich dachte, der Rex wäre schon OP gewesen. Nein, die will ich. Wow, wow, wow. Lena, aufpassen. Lena. Genau, er haut einfach ab. Einfach mal hinterher. Alter, du heftig. Wow. Alter! Natürlich, warum auch nicht? Wäre natürlich auch ein schönes Spiel, was man auch im Stream packen kann. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Mit mehrere, wenn man das wirklich mit Mehrspieler-Modus zocken kann, sollte man das vielleicht nicht machen. Ich muss dann aber sagen, also da kann ich gleich noch was zu sagen. Wir haben noch so gesehen 5 Minuten, wo ich versuchen kann, diese Beta noch. Ja, wir wollen dann mal gucken, dass wir es noch ein bisschen ausreißen. Vielleicht gelingt uns, ich glaube es zwar nicht, aber vielleicht gelingt uns, Spinnennest. Auch so eine Riesenspinne wäre auch. Nee, da, nee, das, das wäre nicht geil, das wäre krank. Oh, da ist er ja! Oh! Hallo! Oh, der jetzt machen wir jetzt hier mal richtig. Fuck. Verdammt. Ja, Quest verfehlt, ich weiß. Nee, gut geht's mir nicht. Ja, verstrichene Zeit, ja, okay. Dann würde ich sagen, erhältlich ab Freitag, den 26. Januar, Vorbestellung ab sofort möglich. Ja, also was ich sagen kann, es ist definitiv ein geiles Spiel. Ne, das kann ich jetzt nicht anders so sagen. Die Beta habe ich überzeugt, ich werde dieses Spiel kaufen.
werde es dann auch zocken, ich werde es dann auch als Let's Play dann raushauen. Hat sich gelohnt. Und insofern musste ich dann auch den Leuten, die mir da schon in den Streams, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, wurde mir gesagt, ich sollte mir das Spiel ja holen. Und ich denke mal, das ist kein rausgeschmissenes Geld, das ist ein gutes Game. Und von daher würde ich sagen, wenn das Release da ist, ich muss mal gucken, wann ich es dann hole. Ihr werdet es dann in den Streams ja erfahren, wenn ich dann an das Spiel komme, dann werde ich es dann auch zeitnah raushauen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal beim Let's Play Monster Hunter World.